Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind immer noch im Omega-DLC und werden jetzt mit Aria quatschen. Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Wir handeln da mal was aus, ne? Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss hier irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe Sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Okay, Nyrene ist abgehauen. Wir müssen zum Ausgang. Questlog. Wir haben jetzt ja auf dem Omega mehrere Quests. Treffen Sie sich mit Arias... Warte mal, kann man das nicht mal ausklappen? Bin ich jetzt verwirrt. Man konnte das doch mal... Ach nee, das konnte man in den anderen Teilen ausklappen, ne? Ja, ich schätze mal, hier ist nichts mehr für uns zu tun, ne? Wenn wir auch zum Westausgang gehen. Das war's. Alles, was wir haben, ist einsatzbereit. Es ist nicht viel. Wir könnten die Speer bitten, nach medizinischen Vorräten Ausschau zu halten. Habe ich auch schon gedacht, aber Bray spielt dabei bestimmt nicht mit. Reden Sie mit den Speeren. Ich kläre die Sache mit Bray. Können wir helfen? Geht's bei? Anscheinend nicht. Ja, dann. Wo muss ich hin? Oh, falsche Seite. Da hinten muss ich hin. Gehen wir mal zum Westausgang und machen mal weiter. Ja, ich bin ein Mensch. Sorry. Ich gebe auf. Aber nichts dafür. Neue Wandler sind die einzige Lösung. Viel Glück da draußen. Ja, ja, Gebiet verlassen. Bleibt alles so, wie es ist. Los geht's. Was verbindet Sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Werden Sie ihnen das auch sagen? Ganz ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Dann los.
War ja klar. Commander, Service-Aktivität in Ihrem Gebiet bestätigt. Ich versuche, Ihr Kommsystem zu hacken. Wir müssen das Talons-Gebiet erreichen. Seltsam. Warum sollten Sie Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen? Vielleicht hatten Sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Okay. Bisher war es ruhig. Guck mal, da liegt noch ganz viel. Da kommen wir hin. Warte, da kommen wir hin. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Liftsteuerung? Luftschleuse. Das Terminal ist aktiv. Danke, Commander. Credits. Oh nein, ich wollte gar nicht runter. Oh, jetzt falle ich. Komme ich denn da hin? Oh, muss ich drauf schießen? Ich wollte nicht runter. Ich muss vom Rand erstmal weggehen und dann darf ich schießen. So, dann müsste ich doch den Lift irgendwie steuern können. Ja, irgendwie hängen wir an dieser Treppe, ne? Tschüss, Aria. Kommen wir hier weiter? Irgendwie nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Haben wir eine Map? Nee. Fahr noch mal runter. Ich bin gerade super verwirrt, wo es weitergehen soll. Ach, ich hätte die Fässer da wegsprengen müssen, ne? Ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ah ne, aber es konnte ja gar nicht. Ich bin gerade super verwirrt, was wir machen müssen. Vielleicht gehen wir einfach hier weiter. Vielleicht nehmen wir einfach den Weg. Ah, das wäre zu einfach gewesen, ja? Er muss... Ich habe die Sobriscom gehackt und schalte sie jetzt zu. Greife Feinde an! Ich brauche hier mehr Verstärkung! Noch mehr Credits. So, hier haben wir irgendwas. Luftdicht. Irgendwas. Missionsbericht. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohnen deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtungsrunde, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. Darf ich das mal drücken? Strom ist abgeschaltet. Hier müsste ein Schalter für den Generator sein.
Okay. Wir haben ein Terminal. Wenn wir nur untersuchen, dann Schalter. Wahrscheinlich Terminal. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Und dann Schalter. Frag mich ja, wie lange Omega noch gehen wird als DC. Dieser Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Ich hänge aktuell an Treppen, Leitern. Hier ist nichts versteckt, okay. Commander, laut Cerberus-Funk ist das Prioritätsziel ganz in Ihrer Nähe. Ihre Truppen werden Ihnen auf dem Weg zum Talon-Außenposten begegnen. Verstanden. Cerberus-Treppen, Truppen durchbrechen. Den Bereich durchsuchen. Einsatzziel erfasst. Erstmal nachladen. Jetzt müssen wir aber in Deckung. Generator nochmal aus. Haben wir alle? Sieht so aus. Brauchen wir nicht reaktivieren. Wir gucken uns erstmal noch um. Ich bin gerade irgendwie voll gefesselt von der ganzen Sache hier. Also es sieht für mich so aus, als wäre der Omega-DLC braucht noch ein bisschen, bis er durch ist. Also es ist jetzt nicht nur Mission, nur die, eine Mission und dann ist gut, sondern dann haben wir noch wahrscheinlich so... Ich schätze mal den... Das ist nur meine Vermutung, den Umfang wie Noveria. Weil wir hier auch kleinere Quests haben, die wir noch erledigen können. So, Cerberus-Abriegelung deaktivieren. Ah, das sind ein paar. Systemausfall in Fehlfunktion entdeckt. Dass meiner Schrot nicht zu nahe kommt. Ist halt stark auf Nahkampf. Die gute. Verletzter. Ach, den haben wir gerettet. Bitte, natürlich. Rette doch gerne Leute. Also, ja, mache ich wirklich gerne. Finde ich besser, als die in Spielen umzubringen. Das ist ein sehr schneller Fahrstuhl. Landeplatz gesichert. Bereich räumen. Okay, hier ist. Das hat gerade ordentlich Bums gemacht. Fehlfunktion entdeckt. Systemausfall in Kürze. Nachladen. Oh, shit. Verstärkung anfordern.
So, kurz mal geschützt wegmachen. Sind das nur noch die zwei? Ohne Geschütz? Beide tot? Oh, die Also das ist echt eine super starke Kombi. Ach, der macht uns auch Schilder. Einmal nachladen. Mehr als Munition gibt's hier nicht, ne? Dort keine Feinde. Aber die sind dann hier unten. Oh. Das war knapp. Ich habe ein bisschen falsch kalkuliert. Verletzten Taylor. Danke, Kummer. Da liegt auch irgendwas. Jay auf der anderen Seite. Danke. Vielleicht mal Bonuspunkte dafür, wenn man alle wiederbelebt. Liegt hier noch einer rum? Nee, ne? Letzte Chance, Talons. Antwortet, oder? Was so? Zurück! Das glaube ich nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Kümmern Sie sich um die Verwundeten und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung! Wir haben den Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyrene. Du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos. Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sicher alleine von hier weg. Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Also gut. Dann folgen Sie mir. Ich hab's mir gedacht, dass sie Deine bei den Talons ist. Hat sich seit unserem letzten Treffen verbessert. Weiter. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Die gucken wir uns später mal an. Du hast Explosionen immer schon gemocht. Bei jeder Gelegenheit. Oh, Hochgeschwindigkeitslauf klingt interessant. Hier liegt noch ein Pad.
mit Credits. Und da es gerade ruhig ist, würde ich die Gunst der Stunde nutzen und mit euch in der nächsten Folge zum Außenposten gehen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!